Hallo meine Lieben. Für alle die, die mir auf Instagram folgen, wissen wo ich bin. Ich bin in meiner alten Heimat. So, heute nehme ich euch mal mit einer außergewöhnlichen, ja, wie sagt man, Naturarchitektur. Ja, die Steigung, da ist überall kein Problem. Willkommen im Zellertal. Wobei es hier das Zellertal in Rheinland-Pfalz ist und nicht zu verwechseln mit Bayern im Zellertal. So, da drüben sind wir an einem Berg. Da sind wir an einem Berg gefahren und jetzt sind wir hier auf dem anderen Berg. Ich glaube, ich muss hier rein. You got the white knuckles holding on a tight, keeping your fields bottles. So, ja, meine Freunde, wir sind da. Pünktlich um 18 Uhr, das Glockengeläut. Ah, ich bin auch da. Ich mache jetzt hier erstmal Pause. Kleinigkeit dabei zum Essen und was zum Trinken. Und dann zeige ich euch den Ort mal hier ein bisschen näher. Also um das dreht sich nicht, was ich euch hier zeigen wollte, beziehungsweise was ich mir selbst hier angucken will, weil ich sie nicht kenne. Ich war hier noch nicht, das erste Mal, dass ich hier bin. So ein schönes Wingertstürmchen ist hinter mir. Es ist im Privatbesitz, ebenso wie diese außergewöhnliche Naturbepflanzung, die rechts neben mir hier ist, die ihr gleich sehen werdet. Aber sie lassen es offen und dementsprechend muss ich sagen, die Leute halten sich auch dran. Es ist hier jetzt nicht dreckig oder so oder verwüstet oder mit Graffiti besprüht oder sonst irgendwie verschandelt, vermüllt, verdreckt und wie auch immer. Das finde ich schon mal top. Und jetzt mache ich erstmal eine kleine Pause. Da kann man wohl einen Grill, Schwenkgrill anschließen. Hier finden also auch Weinwanderungen statt. Oder so Weinbergswanderungen hier. Einmal hier von dem Eigentümer hier. Und dann natürlich auch von anderen Anbietern. Ah, knirsch, knatsch. Ta-ta-ta-ta. Ein kleiner feiner Schokokuchen, aber jetzt muss ich erstmal noch ein Schlückle trinken. Ja, kann man essen. So, Pause beendet. Leider komme ich nicht da oben hin.
auf das Dach mit den Zinnen. 1861 bis 1863. So, und das hier, das gucken wir uns jetzt gleich an. Eine Schnecke, eine Wingertschneck. So. Hep, hep, hep. Jetzt gehen wir mal hier rein erst. Da ist das schöne Schild, dass es in Privatbesitz ist. Also wenn es hier regnet, kann man sich auch hier schön unterstellen. Die haben hier auch noch ein bisschen schön die Decke neu gemauert. Hier ist auch ein bisschen Windschutz, da ist eine Scheibe drin. Und hier die anderen Scheiben haben sie einfach, oder die Öffnungen haben sie zugemacht. Da vorne ist noch offen, hier sind sogar Aschenbecher, die wurden benutzt. Und ich hoffe, das kann man sehen. Ich habe kein externes Licht dabei. Hier sind wir zu Hause. Und ich nehme es mal vorweg, da wollen wir hin, beziehungsweise da sind wir jetzt hier, da an der Bank, und jetzt sind wir hier Mäuschen, und da gehen wir jetzt mal hin, und da man das Ganze am besten von oben sieht, habe ich ja zum Glück meine Drohne dabei, und die lasse ich jetzt mal steigen, und da gucken wir uns das Ganze auch mal von oben an. Bank steht, das weiß ich auch nicht, oder das wusste ich nicht bis die ganze Zeit, weil normalerweise, ja, wenn ich hier lang fahre, hier in der Gegend bin, mit dem Auto vorbei, und ich muss sagen, das ist eine Bank, die verdient den Begriff Aussichts- oder Rast mit Aussicht, wie auch immer, Ausruhen mit Aussicht. Ich zeig's euch. Ah, und die Sonne kommt noch mal schön raus. Das ist doch toll hier extra fürs Video. Das ist übrigens Wachenheim da unten. So, und hier sind wir hier gekommen. Das treibt dir die Tränen in die Augen, trotz Brille. So, ich bin zu Hause. Lieben Dank fürs Zusehen. Bye bye, bis zum nächsten Video. Euer Gregor. Tschüss, macht's gut.